Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und verschiedene für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir unter der Kategorie Haustiere und dann Kampf finden. Und hier haben wir einmal den Erfolg Familienkämpfer der Dracheninseln. Und für diesen müssen wir Folgendes machen. Wir müssen insgesamt 10 verschiedene Unterachievements absolvieren und diese 10 Unterachievements finden wir einmal darunter. Und für die Unterachievements müssen wir insgesamt jeweils 8 Meister besiegen. Das sind die 8 Meister hier aus den Dracheninseln. In jedem Gebiet gibt es übrigens 2 Stück. Und diese müssen wir dann einmal hier besiegen mit nur mechanischen Gegnern oder mechanischen Pets. Das sind ja unsere Pets quasi. Dann nur quasi aquatische, dann Wildtiere, Elementar. Dann gibt es hier das für magische Kleintiere und Tote, Flugviecher, Humanoide, Drachkins. Genau, das sind soweit die Achievements. Heißt, das sind einige Kämpfe, insgesamt 80 Stück. Und in der Vergangenheit hatte ich es ja immer so gemacht, dass ich für die einzelnen Kämpfe einzelne Videos gemacht habe, wo ich dann quasi mein Team vorgestellt habe und dann gezeigt, wie ich das Ganze runterspiele. Das werde ich diesmal nicht mehr machen, weil es in der Vergangenheit auch immer so ein bisschen die Probleme gab. Dann hat jemand das Pet nicht, jenes Pet nicht und dann bringt natürlich das ganze Video nichts, wenn ihr die Pets nicht habt. Klar, man kann die dann nachfarmen, aber es gibt hier immer auch verschiedene Alternativen. Und diesmal wollte ich euch eine Seite vorstellen, wo man diese Alternativen ganz gut auch sehen kann. Und ich denke mal, das macht mehr Sinn, als jetzt 80 Videos oder noch mehr zu erstellen für Fights, die dann nur bedingt Leuten was weiterhelfen. So ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe soll das Video hier ein bisschen darstellen. Deswegen gucken wir jetzt einmal auf die Seite und zwar www.petguides.com. Die ist eigentlich relativ gut, nutze ich auch schon eine Weile selbst für den einen oder anderen Kampf. Und ja, da können wir einfach mal gucken. Wenn ihr jetzt hier auf die Seite geht, können wir hier auf Dragonflights klicken, dann auf Familienkämpfer. Und hier haben wir jetzt dann die verschiedenen Meister. Die seht ihr hier alle aufgelistet und hier oben auch die verschiedenen Haustierarten. Wenn wir jetzt auf den ersten draufklicken, können wir uns quasi hier den Kampf angucken. Einmal für den Mob hier, ne? Also das ist der Boss. Und hier oben können wir jetzt durchklicken, mit welcher Art von Haustieren wir die bekämpfen wollen. Und jetzt ist es auch so, dass wir hier dann sehen können, was wir für ein Haustier brauchen, zum Beispiel junge Grimlingsflitzer. Und den können wir jetzt uns zum Beispiel einmal raussuchen. Wo haben wir einen jungen Grimlingsflitzer? Den ziehen wir jetzt zum Beispiel hier rein und die anderen können wir uns dann auch tatsächlich in die Leiste ziehen. Und jetzt ist es so, dass wir gucken müssen, okay, was für eine Fähigkeit muss ich reinziehen? Hier mal stehen 1, 2 und 1, ne? Zum Beispiel müssen wir dann hier 1, 2 und 1 auswählen, also so funktioniert das. Und bei den anderen Pets läuft es halt genauso. Jetzt sagen wir mal, wir haben den jungen Grimlingsflitzer nicht. Dann haben wir hier die Möglichkeit, unten die Pets durchzuswitchen. Ja, und hier zum Beispiel haben wir dieses Drachenfalkenjunges nicht. Dann können wir hier verschiedene Pets auswählen, um dementsprechend das ein bisschen zu ändern. Die Geschichte ist, wenn ihr hier auf das erste Standard-Pet habt, dann ist es meistens hier bei der Spalte, wo Brad steht, steht meistens alle dran. Ja? Da ist es egal, was ihr für eine Brad-ID habt. Für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht nicht weiß, was ist eine Brad-ID, und zwar die Pets sind nicht alle gleich, sondern die haben verschiedene Brad-IDs. Und was das genau ist, will ich euch mehr erklären. Wir klicken jetzt hier mal rein. Zum Beispiel bei den Pets ist es ja so, dass sie sowohl ein Level haben, ne? Umso höher sie im Level werden, umso stärker sind sie. Dann haben sie eine Qualität. Umso höher die Qualität ist, umso stärker sind die Pets. Blau ist natürlich das Beste und am besten solltet eure Pets auch alle blau sein. Es gibt ja grau, weiß, grün und blau, wie auch bei Items. Und dann gibt es aber neben diesen Sachen, also neben der Seltenheit und der Stufe, auch noch hier diese Werte. Und zwar gibt es Pets, die haben quasi mehr Kraft, also den Schaden. Dann gibt es Pets, die haben mehr Leben. Und dann gibt es Pets, die haben mehr Geschwindigkeit. Geschwindigkeit lässt sie schneller angreifen, Leben haben sie halt mehr Leben und Angriff haben sie mehr Schaden. Ich habe da verschiedene Add-ons drauf, die das anzeigen. Die habe ich aber aktuell am Anfang von Dragonflights alles ausgemacht, weil, naja, ihr wisst es selber, alle möglichen Add-ons verursachen Fehler und die braucht man nicht unbedingt. Solange ihr die Pets von der Standard-Kombi habt, können euch die die Brad-ID eigentlich relativ egal sein. Die meisten brauchen dann keine bestimmte. Bei manchen steht es mit dran. Ich habe ehrlich gesagt bei keinem der Kämpfe auf eine Brad-ID achten müssen. Meine 25 blauen Pets haben das geregelt. Ja? Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, für was diese Brad-ID theoretisch da ist. Das kann man sich mit Add-ons wie Rematch und Konsorten anzeigen lassen. Dann sieht man das
wie das aussieht. Oft steht das hier auch dran dabei, der Speed sollte über 300 sein und so weiter. Ne? Also dann kann man ein bisschen vergleichen. Aber zu 99% werdet ihr jetzt nicht brauchen. Die Kämpfe hier sind relativ einfach alle. Gut, also hier seht ihr die Pets. Dann, wenn ihr nicht wisst, wo der Meister ist, ihr könnt das hier auf der Karte anzeigen lassen. Und dann könnt ihr sowohl einen Map-Pin, wenn ihr es anklickt, speichern und einem quasi im Game anzeigen lassen, als auch die TomTom-Koordinaten. Das machen wir jetzt mal. Ich klicke jetzt auf TomTom. Das ist ein Add-on, das ich habe. Gehe einmal in den Chat und poste das rein. Und dann seht ihr, habe ich hier den Pfeil. Und dann müsste der mir das auf der Map auch anzeigen. Gut, das sitzt natürlich genau hier unten, wo eh die World Quest ist. Ne? Aber theoretisch wäre dann da noch ein Punkt. Ich habe mir hier vorher das auch schon mal getestet. Hier unten ist zum Beispiel ein anderer Meister. Der wird dann einfach auf der Map angezeigt. Also so könnt ihr es euch relativ einfach raussuchen. Oder ihr fahrt dann einfach nur so drüber. Da seht ihr eh, wo das Ding ist. Dann als nächstes haben wir, wenn wir hier alle reingezogen haben, auch die richtigen Zauber ausgewählt haben, haben wir hier unten genau aufgelistet, was ihr machen müsst. In der ersten Phase drückt ihr Mondfeuer. In der zweiten Lebenstausch. In der dritten schneidendes Wind. Dann sollen wir swappen. Swap heißt immer, wir müssen unser Pet auswechseln gegen ein anderes, gegen das zweite hier. Und dann geht es halt immer so weiter. Ne? Und da steht dann genau drin, was ihr in welcher Phase machen müsst. Eigentlich eine relativ simple Angelegenheit. Und so spielt ihr einfach alle Kämpfe herunter. Sprich, klickt hier alle durch, holt euch die jeweiligen Pets rein, spielt dann immer das nächste. Und wenn ihr ein Pet, wie gesagt, nicht habt, könnt ihr hier durchswitchen und habt dann immer eine schöne Alternative. Das macht ihr mit allen Meistern und dann habt ihr gegen Ende quasi sowohl die ganzen Unterachievements als auch natürlich das Meta und dementsprechend dann euer Pet mit eingetütet. Mehr ist es tatsächlich nicht. Wie gesagt, die Kämpfe hier in Dragonflight sind alle relativ einfach. Ich hatte bei keinem wirklich großartig Probleme mit den Guides auf der Seite. Klappt es eigentlich wunderbar. Gut, damit sind wir auch schon am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, das Ganze hat dem einen oder anderen weitergeholfen. Und ja, dann wollte ich noch was anderes erwähnen. Es gibt noch ein zweites Achievement neben diesen Kämpfe-Geschichten. Und zwar gibt es noch ein neues Meta-Achievement für 1600 gesammelte Haustiere. Das war ursprünglich auf, glaube ich, 2000. Blizzard hat das ein bisschen runtergesetzt, weil, naja, 2k kann man aktuell nicht erreichen. Ich habe, glaube ich, mit dem Achievement jetzt 1600, also es sind einzigartige übrigens, nicht gesamt, ne? Also einzigartige Haustiere hatte ich jetzt nicht genau auf 1600 gekommen, nachdem ich meine Sammlung ein bisschen aufgefüllt habe, plus das eine, was man halt hier noch übers Achievement kriegt. Und ich kann euch mal zeigen, wie viele jetzt noch über sind. Die beiden zählen ja nicht, das sind die Hordendinger und das sind jetzt lauter, die man, glaube ich, über Berufe herstellen kann. Inji zum Beispiel, die kaufe ich mir aber erst später, wenn sie günstiger sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück sind das insgesamt noch. Plus das eine, oder habe ich mich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Plus das eine, was ich über das Achievement gekriegt habe, sind wir bei 1600 und 9 Pets. Also ihr seht, das ist relativ eng gehalten und ich habe alle möglichen Pets, die man über Collectors Editions kriegt und über quasi TCG und irgendwelche Events-Sachen. Auch das vom auch dieses BlizzCon-Pet und solche Geschichten. Also ihr seht schon, das ist sehr, sehr eng gehalten, das Ganze. Also wenn ihr das Achievement haben wollt, dann müsst ihr so gut wie das Pet im Spiel gesammelt haben. Nur so als kleine Randinformation. Gut, dann sind wir zu Ende mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Chilla, bis dahin. Ciao.